Hallo Welt, hier ist der Garo0123 und 4 mit Let's Play Albion. Letztes Mal haben wir die Kiste hier geplündert und diesen wunderschönen Halsreif gefunden. Und ich muss mal kurz Melters hochheilen. So. Oder ach, ich raste. So, das war meine Fackel jetzt für den Arsch, aber ich bin wieder ziemlich geheilt. Ich habe noch 10. Also, wo bin ich hier? Hier war die Truhe. Und hier hinten geht's offensichtlich noch tiefer in diese elende Hölle hinein. Ne, doch nicht. Hier ist nur noch ein Schutzamulett. Ach Gott, stimmt ja. Rainer hat untersuchen. Das würde ich schon gerne einem Nahkämpfer geben. Hä? Sira? Nee, dann doch eher Tröhrer. Und das Kraftding kriegt der Kuh nach eben. Bringt absolut gar nichts, aber naja, gut. Übersichtskarte. Ja, wieder zurück. Also hier gibt es auf jeden Fall was abzugreifen. Das gefällt mir. Und das war ein schönes Rätsel mit den Feuerbällen hier. Das muss ich zugeben. Das war gar nicht so schlecht gemacht. Auch wenn ich fast nicht drauf gekommen wäre. Egal, weiter. Kampf, Kampf, Kampf. Ne? Sag ich doch. Ah, das sind nur die. Das sind nur die, ja. Das heißt, ich kann meine Frostlawine leveln. Ja. Einmal einfrieren, bitte. Es ist im Moment eine riesige Magie und Hilferlei samt vor einer Verschwendung. Auf Dauer lohnt sich eben, das also zu trainieren. Wenn ich jetzt gerade mal an Dämon vertreiben und zu denken. Die Zauber werden auf höherem Level übelst nützlich plötzlich, weil man damit fast alles one-hitten kann, was dämonisch ist. Während wiederum andere Zauber echt nützlich sind. Gut, haut ab. Ja. Oh. Da waren vielleicht zwei Gruppen in dem Raum. So. Du bist tot, genau. Tja. Nochmal dasselbe. Genau. Und trotz Schutzamulett drüber kommt aufs Maul. So. So. Und du noch, mein Freund. Rainer hat Stufe 18 erreicht. Ah. Sira Stufe 19. Auch nicht schlecht. Und hier noch eine Truhe. Hm? Oh. Ist ja schon lange her. Dieter Power. Flinkheitsamulett. Ein magischer Flinkheit. Das kriegt Tröhr. Wem gibt das Schutzding jetzt? Jetzt haben wir alle schon magischen Müll. Ne, Rena noch nicht. Auch wenn es keinen Sinn wirklich macht. Egal, mehr Fackeln. Ein Heiltrank. Und ein Antitodkrankheit. Das ist immer gut. Wo bin ich? Dort. Hä? Ach, da oben. Oh. Das war ausschließlich Plündern.
Gut, ich habe nichts gegen Plündern so gesehen. Aber jetzt muss ich halt die ganze Strecke zurückrennen. Wo bin ich? Genau richtig. Hallo. Schön. Das war der falsche Zauber. So. Du und du. Wie nett. Und die Animation dauert ewig. Aber ihr schreit. Ja, das Zauberdesign ist immer wirklich ein bisschen einfallslos. Er hätte viel bessere Effekte machen, gerade für einen Zauber, der Lawine heißt. Boah, 4 Schaden macht das jetzt schon. Nicht schlecht. Mel. Da würde ich noch vielleicht einen Feuerring hinterher schicken, so. Pow, pow, pow. Pow. Ja, Mann, einen hat's getötet. Der Feuerring macht nämlich schon 15 Schaden. Und nichts tun. Und jetzt. Genau. Na. man braucht von denen nur einen töten und das war's dann. Das ist komisch. Ja. Hallo. Ich kapiere nicht, was diese Spinner sein sollen. So. Mit ein bisschen Glück stirbt er schnell. Mit ein bisschen Pech sterbe ich schnell. Boah! Was war das denn? Okay, man sieht dich auf der Karte auf jeden Fall. Das ist gut. Oh Gott. Ich verabscheue Feuerbälle. Oh Mensch, meine ganze Truppe wieder. Tot. Tot. Masten. Tot. Ist so schlimm. Ja. Heilzauber, Spamming extrem. Und ein bisschen Mana wieder auffüllen. So. Moment. Da lang? Oh, verdammt. Auf jeden Fall weiß ich, ich muss vorsichtig sein, wo ich langlaufe. Manipulieren. Oh Gott. Ist hier ein... Nein. Drauf gehe, dreht's mich. Okay, ich kapiere es gerade nicht ganz, das Rätsel. Oh, das Gute ist, der Feuerball wird, glaube ich, angezeigt. Oder vielleicht auch nicht. Ne, doch, das ist er. Oh. Was bist du denn für ein Zetgen? Oh. Vielleicht kann nur das Gerümpeltruhe weglaufen. Da hätte ich auch kein R drauf kommen. Aber
Hier gibt es sonst irgendwie nicht so richtig. Das ist eine Sackgasse. Wenn auf mich zukommt, schrei ich. Nein, doch nicht. Gut. Hier mal reingehen und das Gerümpel. Plündern. Aha. Nett. Warum steht das Spezial? Was hat's mit dem... Was hat's mit diesem Raum auf sich? Vor allem ist nicht bestimmt noch in der... Das war eine Sackgasse, oder? Na klar. Hier ist... nur Gerümpel. Das ist der Mondschen Spinner. Oh, hasse. Kommt dieser Feuerball schon wieder näher. Also ich meine nur, hä? Es gibt doch jetzt immer in solchen Räumen irgendein Rätsel zu lösen. Ein Rätsel, das irgendwie einen Durchgang öffnet. Aber wohin überhaupt dann? Nee, hier ist nicht mehr. Oder? Der Feuerball wandert ja planlos hin und her. Okay. Ich bin verwirrt. Das hier gibt alles nur Gold. Ist doch Gold, oder? Ja, das ist Gold. Bestimmt wieder diese 10. Ich glaube, hier ist nicht. Ganz ehrlich, das ist der erste Raum, den ich nicht im geringsten kapiere, was man machen soll. Komisch. Hm. Okay, ich würde mal vielleicht gucken, was hier ist. Warum ich hier keine Karte eingetragen habe. Ich muss jetzt zurück und durch die Tür. Und durch die Tür. Und hier durch. Und da durch. Oh Gott, hier geht's weiter. Wirklich nur für das Gold? Ich fühle mich betrogen. Oh, Gerümpel. Noch mehr Gold. Ah, natürlich. Was denn sonst? Das heißt durch die Tür. Und ein Kampf. Nur? Wow. Das ist ja ganz gefährlich. Frostlawine. Ja, das verbraucht halt auch ganz schön viel Mana und so. Na, was soll's. Und ich sehe gerade schon wieder. Ja. Die Zeit vergeht und nur, wenn man hier planlos ist. Ein erstes Opfer. Nichts tun. Ja, warte. So. Und jetzt werde ich nochmal einen Feuerregen benutzen. So. Also wirklich, Tom hat auch schon 2 Angriffe pro Runde jetzt. Und noch einer von den Kollegen ist tot. Das ist schön. Und du machst nichts mehr. Und die Gruppe ist tot.
Und ich mache Party vorrücken. Denn was ist nicht schöner als eine vorrückende Party? So. Und so. Und so. Und du bist tot und Tomael zu Hilfe. Und du bist tot. Noch nicht. Jetzt aber. Und wieder bergeweise Steine. Mit Reyners überladen. Gott, wie viel wiegen denn diese Steine? Toll. So viel super nützliches Zeug. Das war's dann schon wieder. Ernsthaft jetzt? Ja. Hä? 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 Was soll das denn? Okay. Ich bin nicht wirklich planlos. Okay, ja. Ich muss mal ein bisschen offscreen gucken, würde ich jetzt nicht antun. Das heißt, das war Garo0234 mit Let's Play Albion und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich hoffentlich eine Lösung für diese Sackgasse gefunden habe. Also bis dahin.